und zu einem neuen Video auf unserem Kanal von Explore Germany. Mein Name ist Target Aim und ich präsentiere euch heute ein Video zu einem meiner Meinung nach total unterschätzten Schiff. Und zwar dreht es sich um die Crucible. Moment. Ich meine natürlich die Crucible. Verdammt. Jetzt aber die Crucible von Anvil Aerospace. Wie gesagt, dreht es sich um die Crucible von Anvil Aerospace. Sie ist zurzeit das einzige Reparaturschiff, das man käuflich erwerben kann und im Spiel später implementiert wird. Also was ist es, was mein Herz jetzt höher schlagen lässt, wenn ich nur an dieses Schiff denke und warum ich es für total unterschätzt halte? Das will ich euch jetzt erzählen. Und zwar mit einer Brücke, die sich rotieren lässt in einem abnehmbaren, unter Druck stehenden Arbeitsbereich, ist die Crucible einfach eine vielseitige mobile Werkstatt, die mit Reparaturarmen ausgestattet ist. Sie ist eine alleinstehende Operationsbasis, die mit allem ausgestattet ist, um beschädigte Raumschiffe zu überholen und wieder kampffähig zu machen. Was vor allem wichtig wird für große Organisationen, aber auch für kleine Organisationen einfach unverzichtbar sein wird, um den eigenen Kampfwert zu steigern. Und dabei ist es egal, ob ihr ein schwer beschädigtes uraltes Raumschiff wiederherstellen wollt oder eine Hornet schnell wieder zurück in das Gefecht schicken wollt. Die Crucible ist eure Werkstatt dafür. Mit einer Reihe von Fernmanipulationsarmen für empfindliche Reparaturarbeiten, Clamshell-Türen, die sowohl für Zero-G und Reparaturarbeiten mit Atmosphäre geeignet sind. Ihr habt alle Werkzeuge und EVA-Ausrüstung, die ihr benötigt, um da rauszugehen, um die Schiffe wieder zum Laufen zu bringen. Die Crucible verfügt über eine sorgfältig gestaltete, reparaturorientierte Brücke mit mehreren Operationsstationen. Ein einzelner Kapitän kann sowohl Flug- als auch Reparaturkontrollsysteme durch Drehen der Brücke betreiben. Wenn die Brücke nach vorne reißt, kann das Schiff selbstverständlich ganz normal wie jedes andere Raumfahrzeug auch betrieben werden. Wird die Brücke allerdings nach hinten gedreht, kann der Kapitän über die Reparaturbucht sehen und mit den Fernmanipulationsarmen und anderen Reparatursystemen interagieren. Und genau da kommt der Punkt für kleinere Organisationen ins Spiel, denn sie brauchen nicht notwendigerweise eine vollständige Crew, um das Schiff zu betreiben. Ein Einzelner kann das schon tun. Aber nun wollen wir zu dem Multicrew-Faktor kommen, der das für große Organisationen noch relevanter machen wird. Eine größere Crew kann sich diese Aufgabe zur Steigerung der Effizienz natürlich auch teilen. Die Brückensektion der Crucible umfasst den Lagerraum, die Wohnquartiere sowie Spinde für EVA-Anzüge, Klammern, Raumanzüge. Und dies erlaubt auch einer mehrköpfigen Besatzung, sich darauf vorzubereiten, in der Schwerelosigkeit auch größere Bergungs- und Reparaturoperationen durchzuführen. Selbstverständlich ist die Crucible wie die Endeavour oder die Hull Series später auch für Erweiterungen ausgelegt. Im Standardmodell enthalten ist etwas, was wir Scarab nennen. Das ist der Werkstattbereich, der einen mit Atmosphäre angefüllten Arbeitsbereich bietet, um einsitzige Schiffe wie die Hornet oder die Gladiator zu reparieren. Zwei intern angebrachte Arme erlauben, dass Reparaturarbeiten auch ferngesteuert durchgeführt werden können. Durch einen direkten Zugang von der Brücke aus können die Besatzungsmitglieder, wenn nötig, auch mit ihren Raumanzügen den Reparaturbereich betreten. Externe Clamshell-Türen können geöffnet werden, sodass die Besatzung aber auch in der Lage ist, größere Schiffe zu reparieren. Allerdings geschieht das natürlich in der Schwerelosigkeit und ohne Atmosphäre. Das versetzt die Crucible in die Lage, alles von einer Constellation bis hin zu einem Bengalträger zu reparieren. Der Scarab kann auch im Raum abgesetzt werden und bleibt dabei voll funktionsfähig, während der Rest des Schiffes andere Aufgaben durchführen kann. Alles in allem ist die Crucible einfach ein wunderbares Schiff und für mich persönlich wird es mein mobiler Truckstop. Allein mit dem abnehmbaren Scarab und mit der Ausstattung, mit der Brücke, wie ich sie euch beschrieben habe, und ihr seht auch, mit welcher Begeisterung ich hinter diesem Schiff stehe. Und dazu stehe ich mit 110%. Ich kann es euch nur empfehlen und in Kombination mit einer kleineren Flotte wird sie einfach unverzichtbar für jeden, für jede Orga. Das war nun meine kurze Beschreibung von der Crucible und wir sehen uns gleich auf der Endcard. Willkommen auf der Endcard. Ich wünsche euch in der Zukunft viel Spaß und hoffe, das Video hat euch gefallen. Teilt es, liked es,
Und ich hoffe, es bringt euch eure Entscheidung weiter, welche Rolle ihr übernehmen wollt in Star Citizen. Und denkt immer daran, die Antwort auf alles ist 42. Auf Wiedersehen.